Wie hat Ihre Stiftung auf die Corona-Krise bislang reagiert? Ja, ich glaube, dass wir sind in drei Phasen durchlaufen. Die erste war eine absolute Sicherheitsphase für alle Mitarbeiter und alle Ehrenamtlichen. Das heißt, wir haben alles gestoppt, haben alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, die Risikogruppen sind oder in irgendeiner anderen Weise gefährdet oder besonders beansprucht. Und unsere Ehrenamtlichen, denen haben wir gesagt, dass wir alles erstmal aussetzen, weil sie einfach zu 90% Risikogruppe sind und die Gesundheit natürlich vorgeht. Das war Phase 1. Dann Phase 2 war, wie geht's weiter? Da ging es vor allem darum, wie halten wir die Kontakte weiter? Wie arbeiten wir jetzt eigentlich? Glücklicherweise waren wir schon relativ weit, weil wir schon seit mehreren Jahren auch mit Homeoffice-Konzepten arbeiten. Die mussten wir nur erweitern auf alle Mitarbeiter. Deshalb war das keine lange Prozedur. Genau. Und Phase 3, da stecken wir jetzt eigentlich drin. Da stecken eigentlich, glaube ich, fast alle drin. Das ist die kreative Lösungsphase. Wie können wir entweder das, was wir bisher getan haben, weitermachen? Oder wie können wir Teil einer Lösung sein? Wie können wir helfen mit dem Material, mit diesen Ressourcen, die wir haben? Diese kreative Entwicklungsphase. Und die wird, glaube ich, noch eine Weile anhalten und da stecken wir gerade drin. Wie schnell gab es digitale Angebote und welche Kriterien erfüllen diese? Ja, das ging sogar sehr, sehr schnell. Also das erste Projekt, was ganz konkret ein Angebot gemacht hat, war unser Projekt Spielen lernen. Ein frühkindliches Bildungsprojekt, wo unsere Projektleitung mit Familien zusammenarbeitet, sie berät, begleitet. Das sind vor allem junge Familien oder Familien, die noch Unterstützung brauchen, dabei eine empathische Bindung aufzubauen. Und da ist der Kontakt natürlich ungemein wichtig. Das wurde halt komplett auf digitale Formate umgelagert. Das heißt, der Kontakt per Chatgruppen, aber auch per Videostream, hat sehr, sehr schnell geklappt und zusätzlich hat die Kollegin komplette Kursangebote als Video zusammengestellt, geschnitten, bei YouTube eingestellt und für die Familien bereitgestellt und dann darüber hinaus natürlich auch für andere Familien, weil es natürlich gerade Familien, denen jetzt die sowieso einfach irgendein Problem oder irgendeine Schwierigkeit haben, kommt eine Schwierigkeit hinzu und deshalb war das eine sehr notwendige und sehr schnelle Hilfe. Und dann haben alle Projekte, bei denen es möglich war, auch nachgezogen. Die Paten der zauberhaften Physik haben Experimentiervideos zusammengestellt und auf YouTube hochgeladen. Wir haben unser Lernmaterial als Open Source Download den Lehrkräften zur Verfügung gestellt. Das sind vor allem Versuchsabläufe, die mit haushaltsüblichen Gegenständen funktionieren, die also auch tatsächlich die Lehrkräfte den Schülern mitgeben können und die Chance, dass sie es zu Hause machen können, ist relativ hoch. Die Lesepaten haben Vorlesevideos entwickelt und auch online gestellt. Wir haben ein paar Tutorials entwickelt. Das ist eigentlich so der Kernpunkt. Das ist etwas, was ziemlich schnell auch funktioniert hat, mit Videoformaten zu arbeiten. Das Kriterium, was wir im ersten Schritt hatten für diese kreative Maßnahme, war vor allem zwei. Wir wollten die Ehrenamtlichen eine Möglichkeit geben, dass sie etwas tun können. Das sind ja alles sehr, sehr engagierte Menschen, die weiter etwas tun wollen und wir wollten ihnen eine Plattform bieten. Und wir wollten den Lehrkräften, den Familien, den Kindern, die in den Projekten sind, die Möglichkeit geben, den Kontakt auch zu halten oder von etwas zu profitieren. Natürlich in unterschiedlicher Gewichtung. Bei Spielen lernen ist der Kontakt sehr, sehr eng. Da wissen wir, alle Familien nutzen auch die Angebote, weil unsere Projektleitung auch sehr, sehr eng mit den Familien ist. Also ja, sie werden genutzt. In welcher Intensität und welcher Form können wir bisher noch nicht sagen. Wir versuchen jetzt tatsächlich Ehrenamtliche und Familien zusammenzubringen in einer Art Homeschooling-Helfer, wie auch immer das funktionieren kann, das wissen wir ja auch nicht. Das Schöne jetzt aktuell ist, dass es kein Falsch gibt, sondern nur, wir können Sachen ausprobieren und wenn sie nicht funktionieren, probieren wir was anderes aus, weil es hat niemand ein fertiges Konzept und es erwartet auch niemand eine fertige Lösung. Aber es gibt gute Ansätze und es gibt gute, engagierte Leute, gerade im NGO-Bereich, die schnelle Lösungen auch ausprobieren sollen und auch bereit sind, Fehler zu machen. Wie wird sich wohl die Stiftungslandschaft durch die Corona-Pandemie verändern? Ich bin mir relativ sicher, dass es eine neue und größere Wertschätzung für das gibt, was es vor der Corona-Pandemie gab.
Weil wir jetzt merken, dass es nicht das Allheilmittel ist, zu digitalisieren und irgendwelche Angebote zu kreieren, sondern dass es nicht, also diesen menschlichen Kontakt, dieses eine Person mit einer anderen Person, dass das nichts ersetzen kann. Das ist der große Lehrwert, glaube ich, den viele daraus ziehen werden. Und eine andere Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement eins zu eins haben werden. Aber natürlich werden die, es wird insgesamt eine Digitalisierungswelle geben, da bin ich ganz sicher, was ja gut ist. Also wir sind notgedrungen, mussten wir uns jetzt mit digitalen Formaten beschäftigen, was auch vieles leichter macht. Natürlich in der Kommunikation, Wissensaustausch geht digital viel leichter, als wenn wir durch die Welt fahren und unser Wissen austauschen. Und auch Vernetzungsmöglichkeiten werden sich anders gestalten. Wir können also Sprache lernen als bestes Beispiel. Wir müssen ja nicht zwangsläufig jemanden in Deutschland haben, der eine bestimmte Sprache spricht, sondern wir können auch mit jemandem, der irgendwo auf der Welt ist und Sprache vermittelt, arbeiten. Ich glaube, das wird der Mehrwert sein in allen Bereichen, nicht nur in den NGOs. Ich glaube aber, dass die Qualität der Arbeit von den NGOs einfach so gut war und jetzt auch besonders zeigt, was wirklich fehlt, wenn diese Arbeit wegfällt. Das ist eher eine noch stärkere Fokussierung auf die Arbeit, wie sie vorher war, gab. Wir bedanken uns bei Steffen Schröder für das Interview.